Wenn wir Begriffe wie Diversität oder Diversity zusammen mit Hochschule oder Universität in bekannten Suchmaschinen eingeben, erscheinen nach und nach die Webseiten einer Vielzahl deutschen Hochschulen und Universitäten mit den jeweiligen Statements zu diesem Themenbereich. Das Thema Diversität wird vielfältig thematisiert und es ist vermutlich schwerer, eine Hochschule zu finden, auf dessen Webseite hier nichts zu finden ist, als andersherum. Gleichzeitig bleibt häufig unklar, was unter Diversität genau zu verstehen ist und welche Handlungen wie umgesetzt werden sollen, um Diversität an Hochschulen zu ermöglichen. So wird Diversität auf der einen Seite direkt mit Chancengerechtigkeit, Antidiskriminierung, Antirassismus zusammengedacht, während auf der anderen Seite die Vorzüge von Diversität für die Produktivität, Innovationskraft und die wissenschaftliche Exzellenz hervorgehoben werden. Und häufig werden diese beiden Ansätze zusammen genannt. Genau vor diesem Hintergrund halten wir unseren Vortrag »Das trojanische Pferd der Diversität zwischen Neoliberalismus und inklusiver Hochschulkultur«. Aus unserer Perspektive als Diversitätsarbeiterin im Hochschulkontext geht es dabei um die Herausforderungen, von denen wir berichten wollen, die zwischen dieser doppelten Besetzung des Diversitätsbegriffs stecken, aber auch um die Potenziale, die wir hierin sehen. Es geht uns um die Frage danach, wie wir das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe und der Verbreitung von Antidiskriminierungswissen und Maßnahmen an Hochschulen erreichen können, im Rahmen von und möglicherweise auch zusammen in Kombination mit einem neoliberalen und nutzenorientierten Verständnis von Diversität. Und hierfür gehen wir eben auf die Strategie des trojanischen Pferds ein. Unsere Gliederung sieht so aus, dass wir zunächst auf unseren konzeptionellen Rahmen eingehen. Wir erläutern unser Diversitätsverständnis und zwei Perspektiven auf Diversität. Einmal die Perspektive der Politics of Diversity und die Diversity Politics. Außerdem erläutern wir natürlich noch, was wir genau unter dem trojanischen Pferd der Diversität verstehen. Danach soll es um unsere Erfahrungsberichte gehen, wie wir also damit umgehen. Und anschließend möchten wir mit Ihnen gemeinsam mit einer kurzen Mentimeter-Befragung auf die Suche gehen nach alternativen Umsetzungsmöglichkeiten, um Diversität an Hochschulen umzusetzen. Dabei freuen wir uns auf Ihre Expertise, Meinung und Erfahrung. Wenn von Diversität die Rede ist, bleibt der Begriff oft unscharf und vieldeutig. Er kann nicht nur im sozialwissenschaftlichen Sinne hinsichtlich der Zusammensetzung von Personengruppen verstanden werden, sondern sich ebenfalls in den Naturwissenschaften auf die Artenvielfalt beziehen und wird auch an Hochschulen für die Beschreibungen vielfältiger Disziplinen verwendet. Selbst wenn feststeht, dass der Diversitätsbegriff sich auf die Zusammensetzung bestimmter Personengruppen bezieht, ist noch nicht ganz klar, was darunter genau zu verstehen ist. Gleichzeitig begegnet uns aber den Diversitätsbegriff immer wieder, ohne dass dieser eine nähere Definition zu brauchen scheint und wird als Buzzword benutzt. Hier neben uns, rechts und links, sehen wir eine Folie mit das Wort Diversity in der Mitte und darum sind sehr viele Wörter, die in diesem Zusammenhang irgendwie mit Diversität in Bezug sind. Und diese Word Cloud haben wir nicht selber erstellt, das haben wir auf Adobe Stock eigentlich gefunden, also das haben wir gegoogelt und einfach so gefunden und ich finde, dass die diese Wörter, die mit Diversity zusammen verbunden sind, eigentlich ganz gut darstellen, diese heterogenen, verschiedensten Begriffe, die um das Wort Diversity kursieren, ganz gut. Also zum Beispiel hier, ich sehe es hier ganz unten, aber ihr seht das neben uns, es gibt Wörter wie Diversity, Inclusion, Variance, Differences, fair enough, dann Individual, aber auch sowas wie Speed, Visionary, Honest, Define, also sehr viele verschiedene Sachen. Diversität ist daher nicht an sich als einheitliche Perspektive oder Konzept zu verstehen, sondern als diskursives Feld. Und hierzu beziehen wir uns auf Davina Cooper, auf dieses Buch hier, Challenging Diversity, Rethinking Equality and the Value of Difference. Wir haben uns auf Davina Cooper sehr stark bezogen für dieses Vortrag. Diversität kann sowohl als kritisches und transformatives Konzept als auch als neoliberale Vorstellung von Toleranz
und individualisierten Unterschiedlichkeiten aufgefasst werden. Also Davina Cooper sowie Alana Lentin und Gavin Titley haben daher eine Unterscheidung zwischen Diversity Politics und Politics of Diversity gemacht. Der liberale Ansatz der Politics of Diversity ist der gesellschaftliche dominante Blick auf Diversität. Dabei steht der Nutzen von Diversität im Vordergrund und Diversität wird häufig so verargumentiert, dass dies zur Bekämpfung des Fachkräftemangels beitragen würde oder zur innovativen Teamzusammensetzung. Es ist also so, dass Diversität als etwas Positives gefeiert wird, von dem alle profitieren. Die Dominanz des Politics of Diversity Ansatz ergibt sich dabei aus unserer leistungs- und produktionsorientierten Gesellschaft. Auf dem Bild, auf unserer Präsentation, sehen Sie eins, was Ihnen wahrscheinlich so oder in einer ähnlichen Form, beispielsweise mit vielen bunten Smarties, schon öfter mal in Bezug auf Diversität über den Weg gelaufen ist. Und zwar sehen wir hier viele sehr ähnliche Buntstifte, die sich nur und durch eine unterschiedlich farbige Spitze unterscheiden. Und für uns repräsentiert das die Oberflächlichkeit dieses Ansatzes von Diversität. Es geht also um eine entpolitisierte Feier der Unterschiedlichkeit. Im Zuge der Neoliberalisierung der Hochschulen ist es außerdem so, dass der Diversität der Kritikpunkt entgegengebracht wird, um sich um eine Inwertsetzung der Vielfalt zu bemühen. Diversität aus dieser Perspektive wird also häufig individualisiert und es geht somit um die Unterschiedlichkeit aller Menschen. Die politischen Dimensionen von Divergenzen und strukturelle Ungleichheitsverhältnisse, Diskriminierung und Stereotypisierung bleiben dabei unbeachtet. Somit ist dieser liberale Politics of Diversity Ansatz auch weniger geeignet, um strukturelle und institutionelle Veränderungen herbeizuführen, die für die Durchsetzung von Diversität notwendig sind. Diversity Politics. Der transformierende Ansatz der Diversity Politics versteht Diversität ebenfalls als Bereicherung, geht dabei allerdings insbesondere auf Forderungen nach Gleichstellung, Antirassismus und Antidiskriminierung ein. Im Unterschied zu Politics of Diversity Ansatz ist es das Ziel, hier Strukturen zu schaffen, die das Leben von Diversität möglich machen. Es geht also nicht darum, soziale Minoritäten Toleranz zu gewähren, also in dem Sinne von, ich bin hier in der Position zu sagen, ich toleriere euch, ich habe die Machtposition und ich toleriere euch, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid unterschiedlich wie ich, aber genau, ihr macht, was ihr wollt und dadurch kommt nichts geändert in den Strukturen. Also darum geht es eben nicht. Es geht eben darum, die bestehenden Strukturen und Institutionen der sozialen Majorität so zu verändern, dass Diversität tatsächlich lebbar ist. Damit wird Diversität als Möglichkeit aufgefasst, durch welche hegemoniale Normen infrage gestellt werden können. Diese Perspektive auf Diversität ist notwendig für eine eben inklusive Hochschulkultur. Wenn nicht nur Diversität beworben, sondern auch ermöglicht werden soll, müssen historisch gewachsene hegemoniale Strukturen sich verändern. Der Wunsch nach mehr Diversität an Hochschulen bedeutet, dass bestehende diskriminierende Strukturen erkannt und abgebaut werden müssen, um die Existenz minorisierter Personen zu ermöglichen, sodass sie nicht mit exklusiven Machtstrukturen, Mechanismen auf struktureller und institutioneller Ebene begegnet werden. Hier das Bild, also im Gegensatz zu diesem Bild, das wir eben hatten, sei es Smarties oder bunte Stiften, zeigt hier dieses Bild konkret, worum es eigentlich geht. Hier werden so 6 Bilder eingeblendet, die konkrete Formen der Diskriminierung darstellen und aufgezeigt werden. Unter anderem Religion bzw. Islamfeindlichkeit, wie ich das jetzt interpretieren würde, Queerfeindlichkeit, Sexismus, Ableismus, Ageism und andere Sachen, die immer auf Englisch vorkommen. Das sind Punkte, die mit dem kritischen Diversity Politics Ansatz konkret in den Blick genommen werden. Es geht darum, Strukturen und Rahmenvoraussetzungen zu schaffen, die Hochschulen für alle ermöglichen und zu einer eben inklusiven Hochschulkultur führen. Mit der Betrachtung dieser beiden unterschiedlichen Perspektiven auf die Diversität wird die Undifferenziertheit des Begriffs deutlich. Dazu kommt auch noch, dass der Diversitätsbegriff stark positiv besetzt ist. Er hat keine radikale oder kritische Ursprungsgeschichte, sodass man eben statt gegen Rassismus oder Sexismus zu sein, damit für Diversität sein kann.
Das führt dazu, dass Positionierungen für Diversität einfacher Einzug in Institutionen halten können. Das Bild des trojanischen Pferds aus unserem Titel entstammt der Arbeit von Stefanie Bulja, die hiermit auf das Potenzial von diesen beiden unterschiedlichen Perspektiven anspielt. Also auf diese kritische Diversity Politics und die liberale Politics of Diversity Perspektive. Das Bild, was Sie jetzt sehen, zeigt eine Version, kann man sagen, vom trojanischen Pferd, bei dem die Geschichte vermutlich die meisten kennen. Es geht also darum, dass durch die Hülle von einem hölzernen Pferd Einzug in eine Festung gelangt werden kann. Der kritische Diversity Politics Ansatz nutzt diese Idee des trojanischen Pferds, um innerhalb des gesellschaftlich dominanten und liberalen Ansatzes der Politics of Diversity Ziele zur strukturellen Veränderung und das Hinterfragen hegemonialer Normen zu erreichen. Es ist also so, dass diese Uneindeutigkeit des Begriffs und die positive Besetzung als Türöffner genutzt wird. Die liberale Sprache des Diversitätsbegriffs und die positive Betonung der Vielfalt, Vorteile von Vielfalt dienen als Strategie, um Transformation in die Hochschulen einziehen zu lassen. Nach diesem Beispiel des trojanischen Pferds verstecken sich negativ konnotierte Begrifflichkeiten wie Antidiskriminierung, Machtverhältnisse oder Umverteilung hinter der Sprache des neoliberalen Diversitätsverständnisses, das dann wiederum die Vielfalt aller zum Vorteil aller feiert. Gleichzeitig geht mit der Uneindeutigkeit des Diversitätsbegriffs sowie mit der positiven Konnotation dessen die Gefahr einher, dass gleichstellungspolitische Belange entpolitisiert werden und strukturelle Veränderungsprozesse durch die Individualisierung von Diversität ausgebremst werden. Kritik wird daran geäußert, dass eine Diskrepanz entsteht zwischen dem, was versprochen wird und dem, was tatsächlich gemacht wird. Im Rahmen des liberalen Politics of Diversity-Ansatzes kann genau diese Kluft eigentlich gewollt sein, denn sie ermöglicht, dass die Transformation von Institutionen verhindert wird, indem Vorwürfe von strukturellen Ungleichheitsverhältnissen und Diskriminierungen schwerer zum Ausdruck gebracht werden können, da bereits die Proklamation für Diversität und damit vermeintlich auch gegen Diskriminierung vorgenommen wurde. Genau hier liegt die Herausforderung zur Nutzung des Politics of Diversity-Ansatzes als trojanisches Pferd für den Diversity-Politics-Ansatz. Und darüber möchten wir jetzt konkret mit unseren Erfahrungen besprechen. Wir arbeiten in einem Projekt, das Ziel verfolgt, zukünftig exzellentes Personal für die Laufbahn als ProfessorInnen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu gewinnen. Dabei wird auch das Ziel verfolgt, Chancengerechtigkeit zu erhöhen und Diversität sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Und wir beide sind dabei unter anderem zuständig für den Diversitätsaspekt in dem Projekt. Die Herausforderung für uns besteht also darin, die Diversity-Maßnahmen so zu gestalten, dass sie den Anforderungen gerecht werden, eine vielfältige Personalrekrutierung zu gewinnen und aber auch das Ziel verfolgen, eine Schaffung zur gleichberechtigten Teilhabe und der Verbreitung von Antidiskriminierungsmaßnahmen und Wissen zu verfolgen. Das Kernziel ist also, exzellentes Personal für HAW-Professuren zu gewinnen und diese Erhöhung von Chancengerechtigkeit, Diversität und Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss in diesem Rahmen passieren. Es ist also eine Orientierung am eher liberalen Politics of Diversity-Ansatz erkennbar. Diese konkrete Bezugnahme aber auf die Chancengerechtigkeit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch eine Wortwahl, die im eher kritischen Diversity Politics Ansatz gesehen werden kann. Wir haben bereits einleitend gesagt, dass häufig diese liberalen und transformativen Ansätze gemeinsam existieren und teilweise auch miteinander verschränkt werden. Diese gleichzeitige Existenz beider Perspektiven und die dabei bestehende Diskrepanz dazwischen ergibt die Möglichkeit zur Nutzung des Ansatzes des trojanischen Pferds. Das heißt, dass die Sprache eben des liberalen Politics of Diversity-Ansatzes genutzt wird, um dahinter die transformativen Diversity-Politics-Ansätze zu verstecken und umzusetzen. Es geht also um eine strategische Entscheidung für eine bestimmte Art der Kommunikation, die wir an einem Beispiel vorstellen. Ein Beispiel hat sich in unserer Maßnahme ereignet. Die Maßnahme heißt Working at TH Köln – Wissenschaft erleben.
Und in dieser Maßnahme erhalten Studierende eine Anstellung als studentische Hilfskraft bei ProfessorInnen in einem bestimmten Zeitraum, um hierdurch den Beruf von ProfessorInnen kennenzulernen und die Wissenschaft als denkbare Karrierefeld zu erleben. Hierbei werden Studierende angesprochen, die in der Regel nicht von ProfessorInnen für eine Stelle als SAK ausgewählt werden, wie Sie sich wahrscheinlich ausdenken können, unter anderem wegen unconscious biases, also unbewusste Vorurteile. Dies hat zur Konsequenz, dass insbesondere gesellschaftlich minorisierte Studierende hieran teilnehmen. Unsere Teilnehmenden stellen damit eine besonders vulnerable Gruppe dar. Und aus diesem Grund wird bereits bei der Auswahl der ProfessorInnen stark auf deren Positionierung hinsichtlich Diversität geachtet. Dennoch bleibt das Risiko erhöht, eine Diskriminierung in diesem Verhältnis zu erleben. Auch abgesehen natürlich von den betreuenden ProfessorInnen. In unserem Teilprojekt haben wir daher die Notwendigkeit erkannt, eine Erstberatung zu schaffen, falls den teilnehmenden SHKs Diskriminierung widerfährt, sie sich unwohl fühlen oder ihnen eine Situation komisch vorkommt. Um dies zu gewährleisten, bestand der Bedarf der Weiterbildung, also für uns, um eine nötige Expertise für eine Erstberatung im Kontext der Diskriminierung zu erhalten. Um dies zu erhalten und ein entsprechendes Angebot aufzubauen, wurden neben den moralischen Beweggründen auch die Verfolgung der Projektziele stark gemacht. In dieser Logik ist es notwendig, den Studierenden bei möglichen negativen Erfahrungen eine Erstberatung und gute Betreuung zur Seite zu stellen, da das Ziel ist ja, dass sie die Hochschule als angenehmen, interessanten und sicheren Arbeitsplatz für sich erkennen. Wenn schon negative Erfahrungen gemacht wurden, ist es mindestens wichtig, eine adäquate Betreuung zu gewährleisten, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Projekt ganz kippt, ne, und dass die Hochschule als zukünftige Arbeitgeberin dann vollständig ausscheidet. Und außerdem, Erfahrungen mit Diskriminierungen und Stereotypisierungen können zu weniger guten Leistungen führen. Also, aus Sicht des neoliberalen Ansatzes der Politics of Diversity ist eine gute Beratungs- und Betreuungsstruktur notwendig, um Diversität langfristig erhalten zu können. Nicht direkt kommuniziert haben wir dabei, dass die Erstberatung auch dafür genutzt werden soll, zu identifizieren, welche Betreuungsverhältnisse gut funktionieren und welche sich wiederum als problematisch gestaltet haben. Dieses Beispiel verdeutlicht also, wie wir diese kritischen Diversity Politics Ansätze genommen haben durch beispielsweise die Verstetigung eines Beratungsangebots bei Diskriminierungserfahrung über den Ansatz der liberalen Politics of Diversity. Das könnten wir so also transportieren und durchsetzen. In der Kommunikation haben wir auch unsere moralischen Beweggründe genannt für dieses Angebot. Unser Fokus lag dabei aber auf den Projektzielen. Wir haben also im Vorhinein abgewogen, welche Aspekte wir aus dieser kritischen Diversity Politics Perspektive sagen wollen und müssen, um unser Anliegen klarzumachen, und haben das dann in die Projektziele eingepackt, sodass der Nutzen klar erkennbar wird. So dient also dieser dominante Ansatz der neoliberalen Politics of Diversity als trojanisches Pferd, um unser Anliegen zu platzieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass das trojanische Pferd der Diversität auch in umgekehrter Weise auf uns als Diversitätsarbeiterin zurückwirkt. Und damit ist gemeint, dass eben die Dominanz des Politics of Diversity-Ansatzes vielfach in Institutionen, Situationen und zwischenmenschlichen Interaktionen spürbar ist. Beispielsweise, wenn Diversität immer wieder vergessen wird oder eine leichte Genervtheit gegenüber diesem Thema spürbar ist. Daraus resultiert, dass in uns eine Erwartungshaltung erwächst, dass eine Schaffung von sozialer Gerechtigkeit und einer inklusiven Hochschulkultur nur dann erreicht werden kann, wenn die eigentlich notwendigen Schritte und Belange innerhalb des Ansatzes der Politics of Diversity versteckt werden. Es führt also im schlimmsten Fall auch zu so einem Hemmnisgefühl und zu einer Anpassung an diese dominante Perspektive. Das heißt für mich gerade nicht, dass es diese Gegenwehr gegen institutionelle Veränderung durch Diversität gar nicht gibt, sondern stattdessen heißt es, dass die Dominanz dieses Ansatzes
so wirkmächtig ist, dass auch in Momenten, in denen beispielsweise gar keine defensive Haltung gegenüber institutionellen und strukturellen Veränderungen aktiv artikuliert wird, dies trotzdem die dominantere und wirksame Perspektive bleibt. Unsere Erfahrung mit dem trojanischen Pferd ist also so, dass dieser Ansatz sinnvoll genutzt werden kann, um den kritischen Diversity Politics Ansatz zu verfolgen, aber dass eine alleinige Verfolgung dieser Kommunikationsstrategie nicht zielführend ist, weil somit werden unbequeme Themen und wichtige Aushandlungsprozesse nicht geführt. Und das ist auch glücklicherweise gar nicht immer notwendig. In dem Beispiel, das wir gerade genannt haben, in dem es darum ging, eine Erstberatung bei Diskriminierungserfahrungen zu schaffen und bei der wir auf die Kommunikation über das trojanische Pferd gegangen sind, haben wir im Nachhinein die Erfahrung gemacht, dass diese Kommunikationsstrategie mindestens nicht in allen Instanzen so notwendig gewesen wäre. Außerdem ist es so, dass die Anwendung dieser Kommunikationsstrategie nur dann sinnvoll, effektiv und erfolgreich ist, wenn hierbei eben nicht in die Falle getappt wird, dass diese vordergründige Behauptung zur Befürwortung von Vielfalt als Bremse wirkt. So, und jetzt haben wir eine Mentimeter-Umfrage vorbereitet, weil wir gerne mit Ihnen in den Austausch kommen möchten. Wenn Sie das nicht kennen, es geht einfach darum, dass Sie dieses QR-Code scannen und dann ploppt direkt einfach diese Umfrage. Jetzt, ich weiß nicht, ob das schon geswitcht wurde mit dem Browser. Ja? Okay, super. Das bin ich jetzt. Ich muss mein Handy Mentimeter testen. So, jetzt. Genau, sehen Sie die erste Frage. Nochmal den QR-Code. Den QR-Code steht auch da. Genau, wir fragen dann, arbeiten Sie an Ihrer Hochschule/Universität im Bereich Diversität bzw. Antidiskriminierung? Also Diversität bzw. Inklusion, Gleichstellung, alle Synonyme, die Sie denken. Oh, das ist interessant, dass sehr viele Menschen nicht im Bereich Diversität bzw. Antidiskriminierung arbeiten oder wenn, dann indirekt. Sehr schön, dass wir Menschen interessieren konnten für das Thema, die sich beruflich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, die Antworten sind jetzt schon alle reingekommen. Oder es bewegt sich langsamer. Ich switche jetzt die Frage. Wir haben nämlich eine andere Frage, wofür Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Antworten brauchen. Und zwar, welche Alternativen zur Strategie des trojanischen Pferdes sehen Sie, um Diversität an Hochschulen bzw. Universitäten zu fördern? Also Sie dürfen gerne ein bisschen überlegen und dann, wenn die ersten Antworten kommen, dann wird sich ein Word Cloud Aufklärung und Hacking. Genau, also langsam wird sich dann eine Word Cloud formen. Sie dürfen gerne mehr als eine Antwort eingeben, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Schön, es kommt viel. Mhm. Also es kommen Antworten wie Aufklärung. Aufklärung ist ganz groß. Das heißt, mehrere Menschen haben das angegeben. Transparenz, Zeit, Thematisierung. Oh, das ist so klein, das kann ich jetzt leider nicht sehen. Da stand eben gerade noch Vorbilder. Das finde ich auch interessant immer. Mhm. Kulturwandel, Inklusion. Es gibt schon viele Ideen, das ist schön zu sehen. Ich gehe nochmal ganz nah ran. Studentische Mitbestimmung wurde genannt, vielleicht wurde der Vortrag von eben auch gehört.
Okay, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich würde gerne zurückswitchen zum PowerPoint. Die Frage bleibt aber offen. Das heißt, wenn Ihnen noch etwas einfällt, später gerne weiter antworten. Okay, supi. Da kannst du weiterklicken, Henrike. Ja. Achso, nee, dann doch vielleicht da bleiben. Ja, ja, genau. Wir müssen, ja, wir bleiben bei Mentimeter quasi, oder? Ist der jetzt? Ja, okay. Vielen Dank für die Beteiligung am Mentimeter. Die WordCloud sieht auf den ersten Blick, wir konnten es gerade gar nicht so schnell zusammenfassen, sieht total divers aus und viel konkreter als die WordCloud, mit der wir gestartet sind. Also es sieht so aus, als ob es nicht ganz so oberflächlich geblieben ist und auch sehr, sehr viele kritische Antworten gekommen sind, über die wir uns total freuen. Wir werden das auf jeden Fall im Nachgang nochmal aufbereiten und uns unsere Gedanken dazu machen, weil wir es spannend finden, wie sonst mit dem Thema umgegangen wird und was ansonsten für Ideen dazu kommen. Und wir kommen damit aber auch schon zum Abschluss von unserem Vortrag. Wir haben über die Strategie des Trojanischen Pferds berichtet für die Diversität an Hochschulen und unsere Erfahrungen damit geteilt. Es ging uns dabei um die Vieldeutigkeit des Diversitätsbegriffs als Türöffner und die Art und Weise oder die Idee, wie durch den liberalen Ansatz von Politics of Diversity dieser kritische Ansatz des Diversity Politics eingebracht werden kann. Nach dem Vorbild des Trojanischen Pferds werden dann transformative Ansatzpunkte und Maßnahmen hinter der Sprache des neoliberalen Diversitätsverständnisses versteckt. Und genau darin sehen wir eigentlich das Potenzial des Konzepts von Diversität. Gleichzeitig gibt es aber auch einige Kritikpunkte zu Diversitätsbegriff, die ebenfalls in unserem Vortrag Platz genommen haben. Die Vieldeutigkeit von Diversität bietet nicht nur Chancen, sondern auch Risiken, indem die Inwertsetzung von Vielfalt im Fokus rückt, statt moralische Beweggründe für institutionelle und strukturelle Handlungsbedarf für die Ermöglichung von Diversität. Genau diese neoliberale Perspektive auf Diversität dominiert den Diskurs. Diesen Diskurs wirkt auch als trojanisches Pferd auf DiversitätsarbeiterInnen zurück, indem Resistenzen zu strukturellen und institutionellen Veränderungen sich hinter der neoliberalen Sprache der Diversität verstecken. Diese Situation erschwert es, transformative Veränderungsprozesse so anzusprechen, wie sie eigentlich nötig wären. Also die Proklamation der Befürwortung von Diversität kann als Bremse wirken, um auf strukturelle und institutionelle Formen der Diskriminierung aufmerksam zu machen. Die Arbeit mit Diversität aus einer kritischen und transformativen Ansatz des Diversity Politics kann anstrengend sein, kann Widerstände hervorrufen und viel Ausdauer benötigen, wenn diese im Rahmen von Politics of Diversity erfüllt werden muss. Wir möchten unseren Beitrag aber gerne mit den hierin vorhandenen Chancen schließen, die auch in der Präsenz, die wir auch in der Präsenz beider Perspektiven sehen. Diese besteht dann, wenn es gelingt, die Doppelung von Perspektiven kommunikativ für übergeordnete Ziele der Schaffung einer inklusiven Hochschulkultur einzusetzen. Und hier haben wir ein Fazit, also ein Zitat mitgebracht, was ich jetzt vorlese. Im Rahmen von Diversity kann es neben den Widersprüchen durchaus ein genuines Interesse an politischer Transformation geben. Dieses Zitat entnehmen wir aus ein Buch von Stefanie Bulila. Also wir haben uns auch ganz stark in diesem Vortrag auf die Theorien von Stefanie Bulila bezogen. Und genau. Alle unsere anderen Quellen sind auf unserer letzten Folie der Präsentation zu finden. Wir sind am Ende der Zeit, aber möchte natürlich total gerne mit Ihnen und euch noch in den Austausch kommen und offene Fragen oder Unklarheiten beantworten. Wir sind noch hier vor Ort und per Mail können Sie uns auch gerne erreichen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.